Hallihallo allerseits. Ja, schon wieder Zeit für unser Abendgebet. Und bevor wir uns in den Rest der blauen Insel begeben, möchte ich mich erstmal bei euch ganz herzlich bedanken. Also es war wirklich eine fulminante Reaktion, nämlich es waren ganz gewiss zwischen 30 und 40 Zuschriften. Ich habe irgendwann das Zählen aufgehört. Und eine einzige, aber auch sehr freundlich formulierte Ablehnung war dabei, die jetzt nicht unbedingt das Buch Franchezzo hören wollte. Im Lande der Geister ist ja dieser Wanderer unterwegs. Aber alle anderen haben gesagt, ja doch, das möchten wir hören. Und es geht ja bei diesem Buch Franchezzo um eine Darstellung auch aus dem Jenseits von jemandem, der sich auf Erden nicht so ganz astrein verhalten hat, wie wahrscheinlich viele von uns bis zu ihrem Aufwachen. Es gehört ja eine Art Aufwachen dazu, wenn man vielleicht viele Jahre, wie manche von euch geschrieben haben, gar nicht über Gott nachgedacht hat und über den Schöpfer und über heilige Gesetze, sondern so ihr Leben abgelebt haben. Und wer dann die Gnade hat zu erwachen, der darf dankbar sein, denn es handelt sich um eine Gnade aus dem Licht, wenn unsere Augen plötzlich mehr sehen und unsere Ohren plötzlich mehr hören und unsere Sinne auf einmal viele neue Dinge wahrnehmen können als vorher. Ich höre das oft oder lese das oft, wenn ihr schreibt, ich war heute in der Natur unterwegs und ich bin bislang hier an diesen Bäumen achtlos vorübergegangen. Auch die Tiere, die Schwäne, die Enten habe ich nicht wahrgenommen. Aber jetzt sehe ich das mit ganz anderen Augen. Jetzt weiß ich von den Wesenhaften und von dem unsichtbaren Wirken vieler Wesenhafte, die unsere Natur bauen. Und ja, das ist Gnade. Und wenn man dieses Erkennen in Zusammenhang bringt mit einwandfreiem Verhalten und Handeln, dann ist man absolut auf dem richtigen Weg und Altes, Falsches kann vertrocknen und von uns abfallen. Und je öfter wir versuchen, den Herd unserer Gedanken reinzuhalten, je öfter wir versuchen, auch gut zu denken, Gutes in die Welt zu geben und nicht Böses, Zersetzendes, Nörgeliges, Benachteiligendes, Verwerfendes, Missachtendes, Würdeloses, Respektloses. All diese Wörter am besten gar nicht aufzählen, wie ich es gerade getan habe, sondern das Gegenteil. Fröhlichkeit, Glück, Freiheit, Freude, Aufbauendes, Verantwortung, Respekt, Würde, Licht, Liebe, Nächstenliebe. All das sollen unsere Vokabeln sein, denn uns stehen noch einige dunkle Gänge bevor auf dieser Erdenwanderung. Das kann jetzt jeder, dessen Sinne schon ein bisschen geöffnet sind, leichter erkennen als die Masse, die darauf wartet, dass alles wieder wird wie vorher. Es geht nicht. Das ist schon vorbei. Der Zug ist abgefahren. Es wird nicht mehr so. Wir bewegen uns in eine einzige Richtung. In Richtung Licht. In Richtung richtig. In Richtung Gesetze, Naturgesetze. Wohl dem, der viel darüber weiß und sich die Mühe gegeben hat. Und ich werde euch heute auch wieder einmal die drei Bände im Lichte der Wahrheit verlinken oder einstellen, denn jedermann, der die Gesetze kennen möchte, was unter uns gesagt unabdingbar für die neue Zeit ist, der findet, wenn er chronologisch diese Bücher durcharbeitet, alles. Vor allem, wenn er sich an die Bücher macht, ohne vorher schon alles besser zu wissen. Werdet wie die Kinder, sagte der Gottessohn, sonst könnt ihr nicht kommen in das Himmelreich meines Vaters.
Wer wie die Kinder ist, der ist neugierig, offen, der schaut auf Wunder und sagt, wow, wie schön. Das heißt nicht, dass ihr nicht prüfen sollt. Ihr sollt alles überprüfen. Irdisch, wenn ihr könnt, aber auch mit eurer Empfindung. Andreas hat zum Beispiel als naturwissenschaftlich ausgebildeter Mensch viele Gesetze, die beschrieben werden in den Büchern, mit den naturwissenschaftlichen Gesetzen versucht übereinzubekommen. Und er war immer sehr verwundert und erstaunt, weil das funktioniert. Und er sagte, man kommt unterm Strich auf ähnliche Ergebnisse, die aus der Gralsbotschaft, aus diesen drei Bänden, ist wesentlich exakter, leichter verstehbar und logischer. Aber vieles ist absolut deckungsgleich mit wissenschaftlichen Ergebnissen, gerade in der Physik, in der Biophysik, in der Astrophysik, auch in der Chemie. Aber nur dann, wenn die Wissenschaft richtig steht. Wir wissen, dass ja da auch etliche Irrtümer bestehen, alleine durch die Tatsache, dass wissenschaftliche Erkenntnisse und, ich sag mal in Anführung, Dogmen aufgebaut sind auf Annahmen, die dann weiterentwickelt werden. Also man geht von einer gewissen Sache aus, die man nicht exakt beschreiben kann. Meistens sind es Ungefährwerte und sagt so, das ist die Grundlage, von der aus wir forschen. Und das, was dann dabei rauskommt, ist Wissenschaft. Aber selten schaut man sich die Annahme genauer an, weil es übrigens zuweilen auch gar nicht möglich ist, dem kleinen Menschenwürmlein hier auf der Erde, gewisse Zusammenhänge, die außerhalb von Raum und Zeit sich bewegen, wirklich erfassen zu können. Und damit sind eben auch wissenschaftliche Fehler vorhanden. Gut, aber ich will mich hier gar nicht jetzt ergehen in eigene Gedanken, weil wir werden natürlich die Blaue Insel noch zu Ende lesen und es dürften noch zwei Lesungen sein. Gestern habe ich gestoppt mitten in dem Kapitel, das ich euch vorgelesen habe, die Frage nach dem letzten Ziel geistiger Entwicklung. Und da hatten wir aber schon so viel geredet, also nicht wir, sondern ich. Und wir waren dann am Ende angekommen bei der Erkenntnis, dass die Tiere, mit denen wir Menschen auf Erden verbunden waren, dass wir diese wieder treffen können im Jenseits. Die holen uns dann vielleicht sogar mit ab, wenn wir rübergehen müssen, dürfen, können. Genau, und da war der letzte Satz und den lese ich euch jetzt nochmal vor und dann geht's weiter. Außerdem finden wir uns in Gesellschaft aller Tiere, die auf Erden unser Leben geteilt haben. Jene Tiere, die keinen irdischen Besitzer hatten, gehen nach ihrem Tode in einen eigens dafür vorhandenen Bereich. Ja, darüber könnt ihr viel lesen in diesen drei Bänden. Da geht es dann um die Tierseele, um die Gruppenseele. Vielleicht fühlt ihr euch gedrängt zu sagen, ja, dann ist doch diese Welt nur ein Spiegelbild der unseren. Aber so ist es nicht. Im Gegenteil. Die Erde ist nur eine Reflexion, ein Widerschein unserer Welt. Das Erdenleben dauert nur kurz, gemessen an den Zeiträumen, die der Mensch in der jenseitigen Welt zubringt. Ihr befindet euch nicht auf der Erde, um irdische Reichtümer aufzuhäufen, das Leben zu genießen oder gleichgültig über euch ergehen zu lassen. Ihr seid da, um im Lebenskampf Erfahrungen und Wissen zu sammeln, die Wahrheit zu erkennen, euren Charakter zu schulen und zu festigen und auch, um die Schönheiten und Vergnügungen dieser Welt zu genießen, aber ohne zum Spielball eurer Triebe und Gelüste zu werden, sondern vielmehr ihrer Herr zu sein. Wenn ich auf mein Leben hier zurückblicke, dann bin ich mit meinem persönlichen individuellen Fortschritt sehr zufrieden.
Und ich liebe dieses großartige Leben. Wir im Jenseits lebenden Menschen haben auch in der Verbindung zur Erde sehr wesentliche Fortschritte erzielt. Das ist vor allem der Einfluss der großen Zahl junger Menschen, die im Verlauf der letzten Kriege gefallen sind, zuzuschreiben, die mit großer Entschlossenheit und jugendlicher Kraft darum bemüht waren, die Schranken zwischen den beiden Welten niederzureißen. Und ihrer Macht gelang es. Die in diesem Buch beschriebenen Tatsachen stimmen wahrscheinlich nicht überein mit den Vorstellungen und Ideen der meisten Erdenmenschen. Das sollte aber nicht Ursache sein, sie deshalb nicht als Wahrheit anzuerkennen. Die Wahrheit wirkt mitunter schockierend und ist nicht immer erwünscht. Aber letzten Endes wird sie doch siegen, ganz gleichgültig, ob es den Menschen recht oder aber unangenehm ist. Geht, ob wirklich oder nur in der Vorstellung, in einer klaren, sternenfunkelnden Nacht hinaus auf ein Felsenriff über dem Meer. Seht hinab auf die im Hafen verankerten, lichterglänzenden Boote. Dann blickt hinauf in die Sterne und meditiert. Ihr wisst, wo ihr euch befindet. Ihr seht das flackernde Licht der leise schwankenden Boote. Ihr seid nur eine kurze Strecke davon entfernt. Wenn ihr jetzt rufen würdet, könnte man euch da unten bei den Booten ganz deutlich vernehmen. So stellt es euch vor, wenn ihr eure Gedanken und Worte an uns im Jenseits befindlichen Freunde richtet. Die Trennung von den geliebten Menschen, die wir auf Erden zurücklassen mussten, ist oft schwer. Und viele versuchen verzweifelt, sich sofort bei ihnen bemerkbar zu machen. Andere dagegen warten geduldig, bis die Zeit dafür herangereift ist. Und bei all dem befinden wir uns in solch unmittelbarer Nähe der Erde, eine so kleine Spanne davon entfernt, dass zwischen unserem Zustand und der göttlichen ewigen Unendlichkeit eine so weite Wegstrecke liegt, wie zwischen euch auf dem Felsenriff und dem allerentferntesten Stern im Weltall. Bei eurer Heimkehr in die Jenseitswelt werdet ihr ein absolutes Gedächtnis, eine ungehinderte Einsicht in eure Seelenaufzeichnungen wiedergewinnen. Und zwar einschließlich aller vorangegangenen Existenzen. Und von einer bestimmten Sphäre aus, wenn euer Entwicklungsstand es erlaubt, werdet ihr vor die Wahl gestellt, wieder auf die Erde zurückzukehren, euch zu reinkarnieren. Wenn hingegen das Entwicklungsergebnis eures vergangenen Lebens es notwendig macht, werdet ihr zwangsläufig auf die Erde zurückgeschickt oder in eine bestimmte Sphäre eingewiesen, die euer persönlicher Meister für die geeignetste hält, euch einer notwendigen Läuterung zuzuführen. Die höher entwickelten Geister haben bereits einen Zustand erreicht, der sie jede frühere Bindung an die Erde vergessen lässt. Ich kann euch allerdings nicht angeben, wie viel Zeit man bestenfalls benötigt, um ebenfalls diesen hohen Entwicklungsgrad zu erreichen. Ganz allgemein aber ist ein Aufenthalt in der eigentlichen jenseitigen Heimat, die nach dem blauen Eiland kommt, von unendlich längerer Dauer als ein Erdenleben. In jeder darüberliegenden Sphäre wird er jeweils noch länger. Derjenige, der den Punkt der Wahl zwischen Reinkarnation, also der Wiederverkörperung, der Wiedermenschwerdung und Verbleib im Jenseits erreicht und alle davorliegenden Prüfungen bestanden hat, geht, falls er das Letztere vorzieht, in ein gänzlich neuartiges, unvorstellbar lichtes Lebensfeld ein. Er wird damit auf eine Art unpersönlich. Er wird eine Art wissender Geist,
dessen ursprünglich persönliche und individuelle Liebe sich nun zu einer neuen, allumfassenden Liebe geläutert hat. Er verliert aber trotzdem niemals seine Individualität. Er bleibt also mit dem Geist, mit dem Bewusstsein, das er auf Erden hatte und auch im Jenseits, immer verbunden. Ich habe euch nun, also ich denke, wenn ich da ganz kurz reingehen kann, dass hier von dem höchsten Ziel die Rede ist, von dem Paradies, von Patmos, wie es in der Bibel heißt, in der Offenbarung von Johannes, was ja auch der Ausgangspunkt von uns allen, allen Menschengeistern gewesen ist, und zwar als unbewusstes Geistsamenkorn haben wir von hier aus unsere Reise angetreten, um in den verschiedenen Erdenwanderungen im täglichen Kampf auch mit uns selbst und vielleicht auch manchmal mit anderen zu reifen, uns zu entwickeln, höher sehen und steigen zu können, mehr verstehen zu dürfen. Naja, in diesem Prozess jetzt hier, in diesem Weltenwandelprozess befinden wir uns mittendrin, sagen wir mal so in der letzten Kurve, um uns einiges noch drauf zu satteln, um diesen Weg, den Mr. W. T. Steed hier berichtet und erläutert, gehen zu dürfen. Es kann im Moment kein anderes Ziel mehr geben, als dorthin zu kommen. Deswegen ist es auch aus meiner Sicht wichtig und gut, dass wir mit den nächsten Lesungen auf die Gefahren aufmerksam machen, was alles passieren kann, wenn wir diese Kurve eben nicht bekommen. Und ich möchte das auch nochmal sagen, dieses Buch Franchezzo hat mir zum Beispiel sehr viele Schritte weitergeholfen, aus alten, zerstörenden Mustern willentlich und vorsätzlich auszusteigen. Und da waren einige, sind bestimmt auch noch, also nicht bestimmt, sondern ganz bestimmt. Und an denen wird weiter gefeilt. Und jedes Mal, wenn man doch wieder gefehlt hat, doch wieder einen Schritt zurückgefallen ist, weil man sich in einer Situation falsch verhalten hat, dann wird das Erkennen und Erwachen dessen immer unangenehmer. Und man spürt, es darf dir einfach nicht mehr passieren. Und es ist auch nicht mehr zu entschuldigen mit dem Satz, wir sind allzumal alle Sünderlein. Nein. Genau aus dem Ding sollen wir raus und müssen wir raus. Ja, wir lesen noch kurz dieses Kapitel zu Ende und da heißt es weiter. Ich habe euch nun einen kurzen Überblick von den Verhältnissen des Lebens nach dem Tode gegeben. Nicht sehr ausführlich. Genug jedoch, um euch Anregung und Grundlage zu geben für die Bildung einer eigenen Anschauung über die Großartigkeit der Schöpfungswelt Gottes. Es hätte nicht viel Zweck, wollte ich weiter in Einzelheiten gehen. Denn wenn ich euch noch so viele Tatsachen berichtete, würde das nicht euer Verständnis erheben zum Begreifen der wahren göttlichen Daseinsformen in den höheren jenseitigen Sphären. Zumal ich doch selbst noch keinen vollkommenen Einblick in diese Bereiche habe. Ja, ganz kurz, also in die göttlichen Sphären können wir Menschengeister natürlich sowieso nicht dringen. Aber wir können Geister treffen, die durch die Kette nach oben, durch die Helferkette, durch die Jakobsleiter, wie die Bibel es nennt, in Kontakt zu kommen mit höheren und noch höheren Geistern, Geschaffenen, Urgeschaffenen, die dann schon Kontakt zur Schwelle zum Göttlichen haben. Wohlgemerkt zur Schwelle. Also, es ist für uns Menschengeister wohl nicht begreifbar. Weiter heißt es, ich habe doch selbst nur, ich sagte es bereits, eine kleine Strecke des Weges hinter mir, der zur letzten Vollendung führt. Aber schon dieses kurze Stück genügte. Die ungeahnte Schönheit und mächtige Weite
des himmlischen Lebensraums zu erfahren. Als einer, der heute auf etwas höherer Warte steht als ihr, bin ich fähig, auch weiterzusehen. Aus dieser höheren Sicht darf ich euch sagen, dass ihr in den jenseitigen Welten nicht 50 oder 100, sondern 600% an Glück und Freude gewinnt. So wäre auf grafische Art der Grad des Glücksempfindens darzustellen, den ihr hier genießt. Würde ich euch alle Begleiterscheinungen der Entwicklungsvorgänge schildern, fürchte ich, viele von euch würden behaupten, um Himmels Willen, das möchte ich gar nicht. Aber habt ihr erst einmal den Zustand erreicht und empfindet ihn bewusst als absolut real, wie heute das irdische Leben, fern jeder Einbildung, dann werdet ihr mehr als zufrieden damit sein. Mir drängt sich da ein Vergleich auf. Ich denke an einen alten Mann, der in seinem Invalidenstuhl sitzt und den man fragt, ob er sich ein Motorrad wünsche. Er würde ohne Zweifel antworten, dass ihm ein Rollstuhl lieber sei. Wenn man ihn aber in einen Jüngling von 20 Jahren zurückverwandelte, würde seine Wahl ebenso sicher anders ausfallen. Das ist das Prinzip, das dieser ganzen Sache zugrunde liegt. Lasst euch nicht verleiten zu glauben, der Entwicklungsplan der Welten sei grausam, voller Leid und Ungerechtigkeit und nicht zuletzt die Ursache ewiger schmerzvoller Trennung von allen lieben und teuren Menschen, die uns eines Tages durch den Tod für immer genommen werden. Ich sage euch und bitte euch, mir das zu glauben. Es gibt keine Trennung. Immer. Zu jeder Zeit und Stunde ist es für die Seelen Verstorbener möglich. Und es wird stündlich real praktiziert, in engster Berührung mit ihren Lieben auf dieser Seite des Lebens zu bleiben. Ja, ihr Lieben, wunderbar tröstende Gedanken und Einsichten. Ihr seht, des Schöpfers Werk ist vollkommen. Nur ist es der immer noch stumpfe, taube und blinde Mensch, der in seinem Besserwissenwollen an viele Mauern und Grenzen stößt, da stecken bleibt, behauptet, er habe alles erkannt und die Größe, das Gigantische, das Unfassbare nicht nur nicht erkennen kann, sondern es nicht einmal erahnt. In diesem Sinne, bis nachher zu unserem gemeinsamen Gebet. Schickt Licht, schickt Liebe, Freude und Hoffnung auf diese Welt. Tragt dazu bei, dass wir durch dieses Nadelöhr besser, schneller und sicherer kommen. Danke.